Hey Leute, NeoStrix hier und herzlich willkommen zu So geht Minecraft Tag Nummer 34. Heute werden wir endlich mal uns an die Axolotls wagen, denn in der letzten Folge haben wir uns ja um das Update dieser Welt gekümmert und heute werden wir auf die Suche nach Axolotls gehen. Und ja, falls du neu bist und mich noch nicht kennst, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nicht mehr zu verpassen und dich damit der Neo Army anzuschließen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Video. Ja Leute, da wir hier in der 1.17 sind, sind wir ja jetzt in der Lage, uns endlich Axolotls holen zu können. Und ich versuche diese Folge 2 Stück zu bekommen, also ich brauche auch 2 Eimer. Denn wenn man die Axolotls mit leeren Wassereimern rechts klickt, dann kann man diese auch in diese Eimer aufsammeln. Jetzt ist nur die Frage, denn ich habe mich natürlich vor der Aufnahme ein bisschen schlau gemacht und im Minecraft-Wiki rumgelesen. Und da musste ich leider lesen, dass in der 1.17 die Axolotls leider nur in den Meeren und in von Meer überfluteten Höhlen spawnen können. Und das ist sehr unwahrscheinlich, denn das Ganze ist eigentlich auf die 1.18 ausgelegt, dass die in den Lush Caves vor allem spawnen. Und da wir hier in der 1.17 sind und die Welt aus der 1.16, müssen wir erstmal in der 1.18 dann irgendwann im Winter, spät im Jahr, dann neue Chance hier irgendwo generieren gehen, damit da Lush Caves irgendwo sind mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und da müssten wir dann die Axolotls eigentlich leichter bekommen. Aber wir werden auch versuchen, hier in der 1.17 die Axolotls zu bekommen, denn es stand im Minecraft-Wiki geschrieben, dass die ganzen Axolotls, wie schon gesagt, mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit auch im Meer spawnen und in Höhlen, die auch vom Meer überflutet sind. Da werden wir jetzt mal schauen, denn wir haben ja hier vor der Tür ein sehr großes Meer. Das ist schon mal nicht schlecht, aber auf jeden Fall müssen wir hier jetzt mal Ausschau halten nach irgendeiner Höhlenöffnung oder halt generell nach Axolotls. Da hinten sehen wir schon die Creeper Farm. Aber was auch noch zu sagen ist über die Axolotls, die ernähren sich, oder wenn in der Nähe Tintenfische sind oder Fische, dann greifen die diese an, und wenn sie die gekillt haben, dann haben die erstmal einen Cooldown von 1-2 Minuten, in der die dann keine weiteren Tiere angreifen. Und das können wir uns hier eigentlich zunutze machen, denn wenn wir jetzt hier mal sehen, da sind Fische bei dem Delfin, hier sind auch nochmal Fische, hier waren noch irgend so Tintenfische, da können wir eigentlich mal Ausschau halten, falls da jemand von denen angegriffen wird, dann können wir da eigentlich schon gut sehen, ob da ein Axolotl in der Nähe ist. Und ja, ich glaube jetzt nicht, dass wir hier fündig werden würden, aber wir schauen mal, was das so gibt. Vielleicht finden wir doch was. So, kurz nochmal einen Abstecher in die Base gemacht, denn ich habe euch noch was zu zeigen, was ich zwischen den letzten beiden Folgen gemacht habe. Denn wir waren ja hier nochmal bei den Villagern und haben hier ein bisschen umstrukturiert, und da ist mir noch eine gute Variante eingefallen, wie man die hier sicher einsperren kann. Denn ihr seht schon, hier sind Eisenfalltüren unten und die können wir ja, wie wir wissen, ihr hört es wahrscheinlich, das Klicken von der Maus, die können wir nicht umklappen. Und wenn wir mal hier uns runterbuddeln, dann seht ihr, hier ist eine Redstone-Fackel, und wenn wir die mal entfernen, dann seht ihr, jetzt ist die aufgeklappt, und habe ich jetzt einfach so gemacht. Dann haben wir jetzt hier noch sicherheitshalber drüber Trapdoors. Denn falls hier mal irgendwann mal ein Wait sein sollte, können die Pillager auch ja hier rein. Und ja, da hier jetzt die Falltüren sind, die können die Pillager nicht öffnen. Daher habe ich das hier so gebaut. Und jetzt können wir mit den Villagern hier traden. Und alles ist gut. Und die sind auch sicher. Später. Ja, nach etwas längerer Zeit, die ich hier unterwegs war, habe ich bis jetzt noch kein Axolotl gefunden hier in der Nähe, aber was ich gefunden habe und mir hier markiert habe, ihr habt es vielleicht schon ein bisschen gesehen,
Hier unten habe ich eine Unterwasserhöhle gefunden. Und hier hätten wir theoretisch die Chance, dass wir hier Axolotls finden können. Also, dass die hier auch spawnen können. Ich bin schon mehrmals ein bisschen weiter weg, bin dann wieder hier rein. Und jetzt schaue ich einfach mal immer mal wieder hier rein, ob hier vielleicht was gespawnt ist. Und ja, falls hier was spawnt, würde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ah, hier sehen wir schon. Ein Glow Squid ist hier auf jeden Fall gespawnt. Okay, aber hier unten ist irgendwie auch Mob Party, nicht Mod Party. Und ich würde sagen, wir holen uns den mal hier. Haben wir, ja, 2 Glow Insects, sehr nice. Und jetzt haben wir Alarm, keine Luft mehr. Oh, okay. Dann schauen wir mal. Auf jeden Fall, Glow Squid war hier schon gespawnt. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob wir hier vielleicht nicht mal einen Axolotl nachher finden. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, dass ich hier, da war der Ausgang. Vielleicht ist ja hier nebenan was gespawnt. Vielleicht. Nee, hier nebenan ist leider nichts. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. So Leute, ich bin jetzt mal, ja gut. Ich bin jetzt wieder mal hier reingeschwommen und was sehen wir denn hier? Hier ist ein gelber, nee, ein goldener Axolotl. Mal eben wieder Luft holen. Hier ist einfach ein goldener oder gelber Axolotl. Wo ist er? Ah, da. Was? Wait. War da noch ein. Hier ist einfach noch ein Pinker. So. Und hier ist noch ein Kind. Als ob. Aber wirklich, Leute. Ich war hier jetzt. Ich schau mal eben auf die Aufnahmezeit. Ich habe jetzt hier fast eine Stunde aufgenommen. Natürlich, ich habe die Aufnahme zwischendrin mal immer wieder pausiert gehabt. Kann man die Kleinen eigentlich auch einsammeln? Tatsächlich. Okay, wir haben einfach jetzt 3 Axolotls, ganz random. Aber wie unwahrscheinlich ist das bitte? Aber die Aufnahme, wie schon gesagt, geht jetzt fast eine Stunde. Zwischendrin hatte ich die Aufnahme auch mal pausiert, wo ich immer mal wieder rausgegangen bin aus der Höhle und die Chunks neu geladen habe. Und dann habe ich immer aufgenommen, wenn ich in die Höhle reingegangen bin. Und wir haben halt jetzt wirklich nach, ich habe nicht gezählt, also es sind wirklich sehr viele Versuche gewesen. Wir haben einfach 3 Axolotls gefunden. Ich kann es nicht glauben. Mal schauen, auf jeden Fall können wir mit denen dann sehr nice. Also als erstes können wir dann erstmal die vermehren. Ich würde sagen, wir schauen mal, dass ich hier ein kleines Becken irgendwie baue für die, um die zu vermehren. Ich glaube, man braucht dafür irgendwelche Fische. Aber dann schauen wir jetzt mal. Ich lege die erst... Ah, toll, jetzt habe ich natürlich keinen Wassereimer mehr, weil die Axolotls da drin sind. Aber das ist eher nicht so schlimm, würde ich sagen. Dafür haben wir halt jetzt die Axolotls. Und wo tue ich denn die Glow Insects hin? Ich glaube, ich tue die erstmal hier zu den wertvollen Sachen. Und die Axolotls packe ich auch mal hier hin. Und da mache ich mal eben einen neuen Wassereimer für mich. Und dann müsste ich nochmal die Fische besorgen. Aber das kann ich auch offcam machen. Weil ich glaube, das wird ein bisschen länger dauern. Ich glaube, das waren irgendwie speziell Tropenfische oder so. Dir gefällt das Video soweit? Gut, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Freue ich mich sehr drüber. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Video. Ja, nach einiger Zeit des Überlegens, wo wir denn so einen Wassertank hinmachen können für die Axolotls, ist mir ein Ort ins Auge gesprungen, den wir schon länger kennen, aber auch noch schon länger nicht mehr besucht haben. Und zwar ist das hier, wie ihr schon sehen könnt, der Verzauberungsraum. Und ich dachte mir, wir können ja hier die Wand entfernen und dann machen wir hier in die Wand einmal rundherum unsere Axolotls rein. Leute, die Bauphase ist abgeschlossen und ich würde sagen, meine Damen und Herren, ich stelle vor, der Verzauberungsraum mit 2 Aquarien in den Wänden und ich finde, es ist gut geworden, würde ich sagen. Gerne eure Meinung auch in die Kommentare und ja, wir können jetzt einfach gleich mal die Axolotls holen.
Aber zuerst gehen wir mal hier in den Wartungsgang und den habe ich auch gut ausgekleidet. Und jetzt können wir halt einfach mit den Türen hier einmal rein. Und dann können wir hier die Axolotl aussetzen, vermehren und wenn wir welche brauchen, auch hier einsammeln. Genau das gleiche ist natürlich hier auf der anderen Seite. Ist halt immer ein bisschen unterschiedlich gebaut. Habe ich hier auch ein bisschen verziert mit Seegras und hier den Seegurken. Und noch ein bisschen hier für Blubberbläschen gesorgt, sage ich mal. Und jetzt würde ich sagen, holen wir mal die neuen Bewohner für das Ganze. Aber wirklich, Leute, ich kann es euch nicht empfehlen, in der 1.17 nach Axolotln zu suchen. Es dauert echt lange, aber irgendwann wird man welche finden. Habt ihr ja selber jetzt gesehen. Aber es ist sehr unwahrscheinlich. Das hat echt lange gedauert, bis ich die gefunden habe. Und ich würde sagen, wir setzen erstmal die Familie hier aus, die wir hier hatten. So, den roten auch noch. Und da sind sie. Aber ich würde auch sagen, wir packen hier nicht mehr als 3 pro Aquarium rein. Obwohl ja 4 würden auch noch gehen. Keine Frage. Ist auch ein bisschen eng für die, aber naja. Gut, jetzt können wir die auch vermehren und dann das andere Aquarium auch besiedeln. Und ich würde sagen, ich hole jetzt nochmal eben die Fische für die Vermehrung und dann kümmern wir uns auch noch darum. Leute, ich bin zurück von der Farming-Tour oder Essensbeschaffungstour. Ich habe hier 4 Tropenfischeimer besorgt und ihr seht schon, ich habe noch ein 4. Axolotl gefunden, hat aber auch wieder, ich war komplett weit weg irgendwo, um die Tropenfische zu holen. Und ja, leider habe ich vergessen auf Aufnahme zu drücken, aber wir haben jetzt noch ein 4. Axolotl. Das ist ein türkises oder blaues, aber blaues zu ungewöhnlich. Das muss eigentlich türkis sein. Und das setzen wir mal hier rein, ja. Da haben wir es auch schon. Sehr nice. Und dann vermehren wir mal eben auf der anderen Seite die guten. Da sind sie schon am Rausschwimmen fast. So, dann komm du mal her. Und du auch. Und da sind sie. Und da haben wir noch ein Axolotl-Baby. Wie der mich anschwimmt. Echt cute. Ja. Ist gut jetzt, ne? So, dann nehmen wir mal das frische Baby einmal mit und packen das hier nebenan rein. Denn hier wollen wir ja auch noch eine Vermehrungsaktion starten. Und jetzt haben wir tatsächlich noch 2 Tropenfischeimer, um die zu vermehren, die Lieben. Und ich würde sagen, ist echt eine lange Aufnahme geworden. Ich hau jetzt noch eben die ganzen Eimer mal wieder hier rein. Einen behalte ich natürlich. Ja, und an der Stelle bedanke ich mich auch herzlich für das aufmerksame Zuschauen. Falls du jetzt noch Wünsche oder Vorschläge hast für zukünftige Folgen von So geht Minecraft, gerne in die Kommentare schreiben. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen und den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen und dich somit der Neo Army anzuschließen. Da freue ich mich auch sehr drüber. Wenn du bis hierhin geschaut hast, gerne auch mal Hashtag Axolotl in die Kommentare. Hier blende ich dir jetzt noch die nächste Folge, sofern sie schon erschienen ist, von So geht Minecraft ein. Gerne reinschauen. Da bauen wir dann weiter an der Welt hier und erkunden alles weitere. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao, Leute!